So, und jetzt gehen wir in die Bank hinein und öffnen unser Geschäftskonto. Ging ja schnell. Eine halbe Stunde haben wir unser Bankkonto bei der LHV hier in Tallinn eröffnet. Jetzt können wir unser Business durchstarten. So, jetzt geht's weiter in die Altstadt von Tallinn. Mit einem schönen Tag, wenn wir das wirklich ausnutzen. Und für ganz kalte Tage gibt es noch ein anderes Bekleidungsstück, oder? Ja. Passend zu Wikinger. So eine kleine Stärkung auf der Bank, genießen die Sonne. In der Sonne ist schon warm, aber im Schatten ist es eiskalt. Aber das ist Beschweren auf sehr hohem Niveau, oder? Mhm. Und gleich geht's weiter. Sehr kalt. Und jetzt geht es dann weiter unter die Altstadtmauer. Na, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon hier. Gell? Schon. Okay. Aber nicht das Gewand mitnehmen. Ich glaube, die Dame braucht es noch.
So, jetzt sind wir beim Hauptplatz wieder. Sonne scheint immer noch. Die Sonne ist angenehm warm. Aber nur in der Sonne. Gut. Und so sieht es rund um uns aus. So, jetzt ist 5:30 am Abend. Die Sonne scheint noch immer schön. Jetzt ist es Zeit für ein kombiniertes Mittag-Abendessen. Ja, wir haben keine Zeit, wir müssen Fotos machen. Arbeit heißt es. Okay, na gut. So, das ist die Fähre von Helsinki, die kommt wieder nach Tallinn zurück. Mit der sind wir auch vor circa 3 Jahren gefahren. So, wie man sieht, sind wir doch nicht im Zimmer geblieben. Ja. Die Motive haben uns einfach immer wieder, locken uns raus. Es ist 3:15 am Abend. Die Sonne ist gerade untergegangen und ja, es gibt zu viel zum Entdecken. Einfach. Rote Laterne, was das wohl bedeutet. Es ist wieder spät geworden, aber morgen geht es weiter. Und heute ist, glaube ich, genug gefroren, haben wir genug Fotos gemacht, genug. Also dann, gute Nacht. So, noch frisch und munter. So, die Stadt genug abgelaufen. Ja, genau. Jetzt gibt es was zum Essen und dann fahren wir Richtung Firma und am Flughafen. Genau. So, war keiner da, war ich ja. Aber jetzt sind wir gleich am Flughafen, der ist gleich um die Ecke. Dann geht es nach Warschau und dann ist nach Wien weiter. Also wird ein langer Abend. Da geht es dann bald weiter. So, jetzt sind wir im Flieger zurück. Ja, es geht doch nochmal nach hier. Warschau, Situation. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen und ob wir den Anschlussflieger nach Wien noch erreichen. Aber schon bis es gut aus. So, jetzt geht's gleich weiter nach Wien.
von Warschau nach Wien und in einer guten Stunde sollte man dann dort sein. Naja. Ja, eineinhalb Stunden. Information. Please read the safety instructions card by your seat. Stay. So, Zug erwischt gerade noch. Ja, hängen so zu. Aber spart uns Zeit. So, jetzt sind wir wieder in Wien. Mhm. Wir sind so erfreut. Ja, happy. Morgen geht viel weiter, aber nur ins Arbeiten. Das muss auch wieder sein. Gute Nacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like dafür. Und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nicht neue Videos.